Kann ich was auf die Götterhammer fragen? Nein, kann ich nicht. Warum war es uns vorbestimmt, uns zu treffen? Das haben wir auch alles gefragt. Frag mich was über dich. Er grunzt. Erzähl mir mehr über Aschfall. Sind das dieselben Roben, die du bei Hallgott getragen hast? Dorian runzelt die Stirn. Warum ich? Die Spannung auf seinem Gesicht geht in Verwirrung über. Dein Gedächtnis ist nichts anderes als ein Fluch. Ich trug diese auf unserer Wallfahrt nach Hallgott und danach auch noch. Er betrachtete sie. Wir wurden angehalten, unauffällig zu reisen, da damit nur wenige unsere Religion erkannten und unsere Absichten. Wie Scharfrichter nur nicht mit Kutten, sondern mit Roben. Ah ja. Und wie wurden sie dann verbrannt? Die Roben sind die, die ich bei der Zitadelle trug, als der Götterhammer ausgelöst wurde. Stell dir einfach ein Lagerfeuer vor und dann ein ganzes Feld davon. Er wiegt seinen Stab in der Hand. Dann bilde eine Sphäre daraus und lass sie anwachsen, bis sie die Luft erfüllt. Er schluckt mit trockenem Hals. Ihre Gewalt fuhr wie 100 Blitze durch meinen Stock und meinen Verstand und alles um mich herum stand in Flammen. Sie rissen an meiner Haut, brachten selbst Gefäße zum Platzen. Er hält seine Arme hoch. Trotzdem haben es die Roben überstanden. Er grinst, worauf sich seine Gesichtsnamen unter dem rauen Bartwuchs bündeln. Und du hast sie seitdem getragen? Wenn Magra meint, dass ich Asche tragen soll, während ich ihre Gerechtigkeit verbreite, dann sei es so. Wir existieren nach ihrem Gefallen. Zu ihrem Gefallen. Dorins zuckt mit den Achseln. So oder so, meinen Ruf beantwortet sie stets, leise oder laut. Aber im Vergleich zu den Tannen, die man in ihrem Namen begeht, scheinen ihre Farben schwach zu sein. Und ich mag es auch lieber ruhig. Ich glaube, andere meines Glaubens würden mich kein zweites Blickes würdigen, hätte das Feuer meines Verstandes nicht meinen Stab geschmückt. Ich habe noch andere Fragen. Du bist nicht wie ein Priester gekleidet und deine Roben sehen aus, als wären sie vom Feuer berührt worden. Ja, das hatten wir gerade schon, aber trotzdem. Wenn du mich weiter belästigst, könnte ich dir für jede Frage die Spendenschale reichen. Genug ist der Frage. Lass uns den Weg zum nächsten Lagerfeuer führen. Okay, das ging schnell, wahrscheinlich weil ich zu viel um den heißen Brei rumgefragt habe. Als dich Palegina kühl abschätzt, leuchten in ihren Augen ein göttlicher Funke. Brauchst du etwas? Ich habe über deinen Orden nachgedacht, die Bruderschaft der fünf Sonnen. Palegina nickt sanft. In den Republiken nennen wir das Fremas Mescans, Sulias. Die fünf Sonnen sind die Dux Bels, die Großdux, die über die mächtigen Republiken herrschen. Spirento, Ancense, Selona, Ossia und Revur. Na gut, ich kann nicht so gut. Ist das Spanisch oder Französisch? Nicht mal das kann ich auseinanderhalten. Die Duxbells sorgen für den Fortschritt der Republiken. Sie halten uns an der Spitze von Handel und Technologie. Sie bewahren unsere Stärke gegen unsere Rivalen. Wir Brüder sind darauf eingeschworen, sie zu unterstützen, sie zum Wohl der Republik und ihrer Bürger zu beschützen. Du erwähnst Brüder, aber wie funktioniert das denn? Fünf Dux können doch nicht immer der gleichen Meinung sein. Was ist an den Valianischen Republiken denn so toll? Wann bist du ein Bruder geworden? Du erwähnst Bruder, aber... Aber mein Brusthaar schwölbt sich an der falschen Stelle? Sie grinst kurz. Ich mag ja wie eine Frau aussehen und auch wie eine klingen, aber laut dem Gesetz der Republiken bin ich keine. Gottähnliche, wie sie Leute wie mich nennen, können niemals Kinder gebären, also können wir demnach auch keine echten Frauen sein. Klingt hart. Für die meisten unfruchtbaren Frauen in den Republiken ist das so, als würde die Sonne in ihrem Leben untergehen. Für mich aber bedeutet es etwas anderes, nämlich Freiheit. Die Bruderschaft hat eine Regel gegen den Beitritt von Frauen, mich ließ man zu. Viele lehnen die Entscheidung ab, aber ich habe schon vor langer Zeit gelernt, das zu ignorieren. Ich wollte dich noch etwas anderes über die Bruderschaft fragen. Palegina nickt knapp. Wie funktioniert das denn? Fünf Dux können doch nicht immer derselben Meinung sein. Sie wirft ihren Kopf in den Nacken und lacht. Haha, natürlich nicht. Sie streiten sich in der Songreta Ducala ohne Unterlass.
die der Bruderschaft ist es verboten, bei den Debatten Partei zu ergreifen. Nicht, dass ich das wollte. Ich würde lieber im Kampf gegen die Feinde der Republiken Leib und Leben riskieren, als dem ewigen Geleire im dukalen Kongress zuzuhören. Unsere Loyalität gilt keinen einzelnen Dux, sondern den Dux als Einheit. Ihrem kollektiven Willen und ihren Beschlüssen. Wir folgen den Mandaten des dukalen Kongresses. Wir erhalten Anweisungen von einzelnen Dux, aber sie verstehen wohl, für was wir nicht eingesetzt werden dürfen. Okay, für Streitereien untereinander wahrscheinlich. Ich wollte dich noch etwas anderes über die Brudersch... das ist jetzt falsch, oder? Was ist an den Valianischen Republiken denn so toll? Vor langer Zeit stand das Großreich von Vailia in seiner Blüte. Als das Reich in die kriegerischen Staaten von Alt-Vailia zerfiel, ging ein Großteil der alten Kultur verloren. Die Alt-Vailianer sehen Größe in den Taten ihrer Vorväter und glauben, selbst dadurch aufgewertet zu werden. Sie sind ein erschöpftes Volk aus einer verblassenden Zeit. Die großen Städte des Reiches waren einst voller Schönheit, aber heute leben nur noch wenige, die das mit eigenen Augen gesehen haben. Die Valianischen Republiken sind eine Wiedergeburt der Kultur und von Groß-Vailia. Aber wir sind mehr als nur das. Während Al-Vailia damit zufrieden war, immer in die Vergangenheit zu schauen, werden die Republiken die Zukunft formen. Sehr viel Ideologie, hä? Ich wollte noch... Ja. Wann bist du ein Bruder geworden? Ich trat dem Orden bei, als ich noch sehr jung war. Nur 6 Jahre alt. Mein Abschlussprüfung bestand ich erst, als ich schon 20 war. Dass es tatsächlich passieren würde, damit hätte ich niemals gerechnet. Das Dorf, in dem meine Familie lebte, wurde von Piraten angegriffen. Als ich jung war, kam so etwas nicht selten vor. Die Piraten waren nur mehr ein Ärgernis als eine tatsächliche Bedrohung. Aber sie waren derart hartnäckig, dass es der Duke von Ossia für angemessen hielt, die Fremras zur Erledigung der Angelegenheiten zu entsenden. Also die Brüder. Ich war ja in die Vorstellung verliebt, einer von ihnen zu sein. Damals hatte ich noch nicht einmal eine Vorstellung, was es heißt, einem Land zu dienen. Ich wusste auch nicht wirklich, was genau die Republiken waren. Ich war nur ein kleines Mädchen, aber vielleicht wollte ich so wie sie sein, weil ich sah, wie sie von den Leuten gefeiert wurden. Ich sah, wie ihnen die Leute für ihre Taten danken. Vor allem aber sah ich, wie sie aufbrachen und diesen Ort verließen, der sich für mich wie ein Gefängnis anfühlte. Und wie hast du dich ihnen schließlich angeschlossen? War es schwierig? Warum solltest du den Dux dienen? War es schwierig? Es war schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Aber ich war nur ein Kind. Kinder können die tatsächliche Schwierigkeit von Dingen nicht verstehen. Aber das macht sie den Zweifeln gegenüber unverwüstlich, die uns im Alter plagen. Trotzdem, die Kindheit mündet schließlich in das Jugendalter. Das war der Zeitpunkt, an dem mich die jungen Männer dafür zu hassen begannen, weil ich anders war. Nicht gottähnlich, sondern eine Frau unter Männern. Sie tritt unbehaglich auf der Stelle. Viele Jahre lang war es nur schwer zu ertragen. Ich brauchte 3 Anläufe, um die körperliche Prüfung zu bestehen, die allen Brüdern abverlangt werden. Solches Scheitern ist nicht ungewöhnlich, aber man benutzt es bis zu dem Tag, an dem ich ging, gegen mich. Erst als ich in den Dienst gestellt wurde, konnte ich den Schmähungen entkommen. Sprechen wir über was anderes. Als Palegina sanft nickt, gleiten die Membranen von Palinginas goldenen Augen nach außen und wieder zurück. Klingt creepy. Was halten die Leute in den Valianischen Republiken von Gottähnlichen? Wie allen Andersartigen wird mir entweder Neugier oder Angst entgegengebracht. Und wenn sie verängstigt sind, sie zuckt mit den Achseln, dann werden sie wütend. Sie wollen, dass die Welt Sinn für sie macht und Leute wie ich können da verwirrend wirken. Ich glaube und glaube mir, die Leute lassen sich leicht verwirren. Als ihre Stimme und ihr Blick aufschweifen, spricht sie mit ernsterem Ton. Einen langen Augenblick später schaut sie wieder zu dir zurück. Egal wo wir sind, wir alle müssen uns selbst schützen. Anders zu sein heißt, sich immer über die eigene Schulter zu schauen, egal in welcher Gesellschaft du dich befindest. Du gehörst zu den Gottähnlichen, nicht wahr? Sie stellt ein kurzes Lachen aus. Ja, so nennen sie mich. Da ich noch nie einen Gott getroffen habe, weiß ich auch nicht, wie sie sind. Ich verstehe auch nicht, warum alle anderen zu wissen glauben, warum ich so geboren wurde. Von wo in den Valianischen Republiken stammst du? Ich wurde in einem Fischerdorf in der Nähe von Biagepe geboren. Sie wirft ihre Stirn in Falten.
und ihre Augen schauen weg, als würden sie nach einer verlorenen Erinnerung suchen. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Sie macht mit ihrer gefiederten Hand eine abfällige Handbewegung. Ich war nur ein paar Jahre dort. Meine beste Erinnerung an diesen Ort ist, ihn zu verlassen. Wie mit allen anderen Brüdern auch, wuchs ich unter dem Bastion von Ossian auf. Es war nicht einfach, aber ich zog es dem Ausnehmen vom Fischen vor. Kann ich mir vorstellen. Warum bist du über die Besiedlung in Trutzbucht besorgt? Die Leute sehen in den Republiken eine Nation von Kaufleuten. Sicher, wir betreiben viel Handel durch Trutzbucht. Aber der größte Wert für uns ist nicht in einem Hauptbuch zu finden. Wir handeln mit geistigem Eigentum, mit Ideen. Der Dürrwald und die Valianischen Republiken sind bei der Besiedlung weltweit führend. Sollte der Dürrwald Verbote gegen die Erforschung und Praktizierung der Besiedlung einführen, würde das ernste Auswirkungen für die Valianischen Republiken haben. Siehst du die Besiedlung nur als etwas, mit dem man handeln kann? Findest du nicht, dass die Besiedlung mit Gefahren gehaftet ist? Natürlich ist sie gefährlich, aber wir Bewohner des östlichen Abschnittes sind Kinder von Pionieren. Wir begehren die Gefahr. Klingt sehr sprechend. Sie nickt entschieden. Das ist der Grund, warum die besten Forschungen in der neuen Welt eingestellt werden müssen. Siehst du die Besiedlung nur als etwas, mit dem man handeln kann? Sie schnaubt verächtlich. Ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber ich glaube, dass wir alle von der Besiedlung profitieren können. Es gibt so viele Fragen darüber zu beantworten, wer wir sind, warum ich so bin, wie ich bin. Wüssten wir die Antworten darauf, könnten wir vielleicht das Leben aller verbessern. Sprechen wir über was anderes. Ich würde gerne deine Meinung zu etwas überfahren. Ihr gefiederter Kopf nickt knapp. Frage, dann wirst du erfahren. Wie laufen die Dinge deiner Meinung nach? Ich bin froh, dass du siehst, dass man mit Diplomatie weit kommen kann. In der Bruderschaft werden wir dazu ausgebildet, unsere physische Stärke zu bewahren, um mit Köpfchen und Worten durch die meisten Konflikte zu kommen. Zur Bekräftigung ihrer Worte hebt sie einen gefiederten Finger. Es gibt immer eine Zeit für den Kampf, aber ich stelle mit Freuden fest, dass du zurückhaltend genug bist, um nicht jede Gelegenheit dafür zu nutzen. Du hast viel Zeit im Dürrwald verbracht, was hältst du von ihm? Der Dürrwald ist kein Vergleich zu den Republiken, aber er ist einer unserer engsten Verbündeten. Mit keinem anderen Land treiben wir mehr Handel und bei der Unterstützung der Beseelerforschung haben wir keinen größeren Verbündeten als ihn. Balegina schüttelt leicht den Kopf. Trotzdem kann ich die Besessenheit der Dürrwälder mit Rache und Fehde ebenso wenig verstehen wie den allgegenwärtigen Hass auf Orlaner. Das verstehe ich auch nicht, warum sie kleinen Kerle so hassen. Die Orlaner von Erglamfart kämpfen wie alle anderen auch um ihr Zuhause und ihre Kultur. Die kämpfen zwar mit schmutzigen Tricks, aber wären meine Feinde doppelt so groß wie ich, würde ich nicht anders handeln. Sehen die Republikaner das Edirreich als Bedrohung an? Wir sahen das Reich als Bedrohung an. Seit der Revolution in Dürrwald haben die Republiken von dem dadurch entstandenen Schutzschild profitiert. Das ist der andere Grund, weshalb ich den Fall von Trutzbucht fürchte. Wenn der Dürrwald schwach ist, wird Edir sicherlich die Dominanz der Republiken im östlichen Abschnitt auf die Probe stellen. Was weißt du über Raotai? Sie haben Beeindruckendes mit Kanonen und Artillerie erreicht, und manche ihrer Entwürfe sind recht interessant, aber sie spucken wegen bescheidener Errungenschaften zu größere Töne. Sie lächelt sanft. Niemand stellt ernsthaft in Frage, ob die Republiken alle Seewege des östlichen Abschnitts kontrollieren. Sprechen wir über etwas anderes. Leb wohl. Okay. Right. Dann haben wir jetzt mit Palegina und Durens mal gesprochen. Okay. Oh ja, können wir Edda noch was fragen? Lass uns weiterziehen. Und Sagani? Nein. Was können wir sie eigentlich fragen? Ich will mal kurz gucken. Wächter, dein Verstand ist voller Fragen. Ich hätte noch Fragen an dich. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich werde mehr als nur die Worte hören. Ich wollte mehr über dich erfahren. Das ist erstmal alles okay. Hm. Gut, dann geht es jetzt. Die Aufstellung ist soweit noch okay. Ja.
Schwarzauen. Dort will ich mal versuchen, den Waldlaurer dort zu erledigen. Und vielleicht nehme ich dann doch demnächst wieder Alof in meine Truppe auf. Der ist mir mit seinen Zaubern dann doch irgendwie ein bisschen lieber als die Mutter. Wobei ich es cool finde, mit der Mutter Gegner zu kontrollieren. Das hilft ein bisschen. Gegen die Gegner.